Nahtoderfahrung und Rückblick auf das eigene Leben und wie möchte ich zurückblicken? Darum geht es hier in diesem Video. Man sagt ja, wenn so der Zeitpunkt gekommen ist, wo man spürt, ja, dass man diesen Körper nochmal verlässt, dass dann so das eigene Leben wie so ein Film an einem vorbeizieht. Und das berichten auch oft Menschen, die ja so eine Nahtoderfahrung hatten. Kann ich auch bestätigen. Ich hatte vor ein paar Jahren sowas wie eine Nahtoderfahrung, habe mich dann entschieden, nochmal zurückzukommen in diesen Körper. Und auch, was mir so bewusst geworden ist, und das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment auch, wo ganz viel geswitcht ist, als ich am Sterbebett von meinem Papa saß und so plötzlich irgendwie alles so anders war. Das Leben da draußen war irgendwie, so viele Dinge hatten gar keine Priorität mehr. Und ich habe so gedacht, wenn er jetzt mir noch mit mir sprechen könnte und mir was sagen könnte, was würde er mir wohl mit auf den Weg geben? Oder was sind die Dinge, die er bereut hat in seinem Leben? Gibt es ja auch sogar Bücher inzwischen dazu. Und da ist mir bewusst geworden, ich möchte mal auf mein Leben zurückblicken und denken, es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe mir noch das Leben meiner Träume erschaffen. Es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe meine Träume wirklich noch zur Lebenswirklichkeit werden lassen, habe meinen Traum gelebt und möchte mal zurückblicken, nicht unter dem Aspekt, hätte ich doch nur, wäre ich doch nur dem einen oder anderen Impuls gefolgt, ja. Und das hat bei mir wirklich so, so viel verändert. Und das würde ich dir auch mal gern mit auf den Weg geben, so die Frage, wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Das ist vielleicht so, ja, nicht angenehm zu denken an den Tag, wenn wir dann mal den Körper wieder verlassen. Nur es hilft enorm, auch dein Warum zu finden. Es hilft enorm, mal die weiteren Schranken aufzumachen, die weiteren Türen aufzumachen und dich wirklich deinen Träumen zu öffnen, weil die Träume und die Visionen, die du hast von deinem idealen Leben, die sind ja da, die hast du ja mit hierher gebracht. Und du hast auch einen ganz eigenen Plan mit hierher gebracht, was du hier in diesem jetzigen Leben leben möchtest, erleben möchtest. Du wolltest eigentlich deinem Herzen folgen, du wolltest eigentlich deinen Träumen folgen, du wolltest eigentlich viele großartige Dinge entstehen lassen, bis wir alle angefangen haben zu glauben, das geht nicht, weil das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Keine Ahnung, was für Geschichten wir uns ja auch immer erzählen. Haben wir ja alle mitbekommen. Das Ding ist nur, und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich heute hier mit dir teile, dass du das jetzt ändern kannst. Du bist jetzt nicht mehr das kleine Kind, das dem Elternhaus oder anderen Situationen sich ohnmächtig ausgeliefert fühlen muss. Du bist eine erwachsene Persönlichkeit. Und du erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit selbst. Und deine Träume, deine Ideen von deinem idealen Leben, die trägst du in dir, weil sie zu dir gehören, weil das genau die Dinge sind, die du eigentlich leben wolltest in dem Leben hier. Und ich würde dich gerne dazu einladen, mal die Schleier wirklich zu lüften, hinter die Schleier zu gucken. Und mal wirklich dir die Frage zu stellen, wie möchte ich auf mein Leben zurückblicken? Was sind wirklich meine größten Träume und Visionen? Und dafür dann auch zu gehen, weil das ist das, was wirklich dir selbst entspricht. Das ist das, was dem Plan deiner Seele entspricht. Das ist letzten Endes auch das, was dich dem Ruf deiner Seele folgen lässt. Und das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite und öffnet dir weitere Türe und Tore. Ja? Und was ich dir wirklich auch ans Herz legen möchte, ist, oder als Herzempfehlung dir geben möchte, am 8. Februar gibt es eine Masterclass, The Big Essence to Start Your Free Life, wo wir mit dir gemeinsam mal in deine wahre Größe eintauchen. Vielleicht wirst du in dieser Masterclass zum allerersten Mal in deinem Leben das Gefühl haben, jetzt kann ich mal meine wahre Größe spüren. Jetzt bin ich mal viel klarer, was mich selbst wirklich in meinem Kern ausmacht und wie ich auch die nächsten Schritte wirklich gehen kann. Du findest in der Nähe von dem Video hier den Link.
klick drauf, melde dich an und dann sehen wir uns in der Masterclass und lass uns da gemeinsam eintauchen in deine wahre Größe, damit du ja die nächsten Schritte voller Kraft, Energie und Klarheit auch gehen kannst, um dir wirklich dein traumhaftes Leben zu gestalten. Hab noch einen schönen Tag und ja, Link ist in der Bio in der Nähe von dem Video. Melde dich an, da sehen wir uns in der Masterclass. Bis dahin, ciao, ciao.